Gut. Ja, Uwe, herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Viertelfinale. Vielen Dank. Dein Eindruck zum Spiel? Also ich glaube, das war ein typisches Auftaktspiel. Beide Mannschaften haben sich nicht so viel gegeben. So viele Torchancen haben wir auch nicht gesehen, muss ich sagen. Man konnte wohl merken, dass alle noch nicht so richtig fit sind. Aber ich glaube, für den Anfang war das für uns richtig gut. War richtig klasse. Was hast du deiner Mannschaft so nach den 90 Minuten gesagt für das Elfmeterschießen? Was waren da deine Worte? Ich muss erstmal 5 Schützen finden. Wollte keiner. So richtig hat sich keiner gemeldet, aber danach haben wir doch 5 Freiwillige gefunden. Und ich habe meiner Mannschaft gesagt, das ist ein ganz toller Einstieg in die Saison. Auch wenn wir nur 0-0 gespielt haben nach 90 Minuten, aber trotzdem fand ich, das war ein richtig klasse Anfang. Damit habt ihr euch. Alles gut. Damit habt ihr euch natürlich auch das nächste Heimspiel erarbeitet. Ja. Entweder gegen Tura oder gegen Kickers. Frag mal nicht, wen ihr lieber haben wollt. Ich glaube, das ist klar, sagtest du anfangs ja schon. Ja, ja. Was glaubst du denn? Nicht, wen ihr lieber haben wollt, sondern was glaubst du? Ich glaube schon, dass Kickers sich durchsetzen muss. Ich schon wieder 3 Klassen höher. Also das glaube ich schon. Das wär jetzt eine Überraschung, wenn das nicht klappen würde. Ne? Ja. Und dann? Wen wollt ihr im Halbfinale? Ja, wir denken von Spiel zu Spiel. Ne? Und ich glaube, das ist ein Highlight für die Jungs, dass wir nochmal gegen Regionalligisten, da spielt man ja auch nicht alle Tage gegen. Und deswegen glaube ich, ist das eine tolle Sache. Für den Verein, für die Mannschaft, für uns alle. Ne? Wie sieht die nächste Trainingswoche aus? Wir haben jetzt nächste Montag, Mittwoch Training und dann gehen wir Freitag ins Trainingslager. Freitag, Samstag, Sonntag und so sieht es immer wieder aus. Ja, am Freitagabend Spiel, wieder ein Testspiel gegen Fortuna Fehlhusen hier auf der Anlage und so wie die nächste Woche. Gut, dann sehen wir uns im Finale. Ja, danke. Gerne.